Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem kleinen Recap des 2019er Österreich Grand Prix zur Formel 1. Denn dieses Wochenende, das hatte einiges zu bieten. Unter anderem ging es ja schon los mit einem Qualifying, bei dem man gesehen hat, Mercedes strauchelt ein wenig, Hamilton kriegt eine 3-Position-Strafversetzung, weil der Kimi Räikkönen im Qualifying auffällt. Und bereits da dachte man, dieses Wochenende könnte ein bisschen anders laufen als sonst. Was jedoch unverändert blieb, war Ferrari und der Zwiespalt zwischen, hey, Ferrari ist top und Ferrari floppt ein wenig. Denn bei Sebastian Vettels Fahrzeug, da war etwas schiefgegangen und deswegen konnte er in Q3 nicht mitfahren. Und daher konnte man als Ferrari-Fan das Qualifying mit einem lachenden und einem weinenden Auge beobachten, denn Charles Leclerc holte die Pole Position ziemlich dominant, zeigte, dass der Ferrari auf dieser Strecke enorm stark ist. Auch auf kurzen Geraden kann der Ferrari nämlich seine zusätzliche Power extrem stark abrufen und den geringen Luftwiderstand super nutzen. Aber im Fall von Sebastian Vettel, tja, der musste von 10 ins Rennen gehen, beziehungsweise durch die Strafversetzung dann von Platz 9 aus. Und bevor wir zu den kontroversen Szenen des Tages übergehen, ein dickes Kompliment an Lando Norris. Zum zweiten Mal in Folge startet er nämlich von Platz 5 aus ins Rennen. Und im Rennen, da lief es auch hervorragend für ihn. Der 6. Platz für den McLaren-Mann, und da kann man wirklich nur gratulieren. Zum einen McLaren, die haben sich wirklich richtig gut gebessert und sind jetzt zu einem vorderen Mittelfeldteam geworden und klare vierte Kraft auf den meisten Strecken. Und zum anderen auch Lando Norris, der in seiner Rookie-Saison sowohl gegen Verstappen, Vettel als auch Hamilton fighten muss und auch gegen Kimi Räikkönen und einen von denen zumindest auch geschlagen hat, nämlich Kimi Räikkönen. Und insgesamt ist es natürlich eine ziemlich krasse Situation, sowas als Rookie, der in ein vermeintliches hinteres Mittelfeldauto kommt, da so bestehen zu können. Das ist wirklich respektabel, was der da gerade abruft. Da muss man natürlich auch Carlos Sainz ein dickes Kompliment aussprechen, der sich nämlich von ganz hinten des Feldes nach vorne gearbeitet hat und am Ende 4 Punkte mit nach Hause nimmt als 8-Platzierter. Kritisieren muss man hingegen, und da kommen wir jetzt mal langsam zu den Top-Teams, Pierre Gasly. Der ist ja schon häufiger in der Kritik gewesen und auch jetzt muss man sagen, von seinem Teamkollegen überrundet zu werden, das ist einfach nicht akzeptabel, und vor allem beim Heim-Grand Prix von Red Bull kann ich mir doch vorstellen, dass es da gewisse Konsequenzen geben wird und man eventuell jetzt umso mehr denn je, überlegt, den Mann aus Frankreich auszutauschen durch vielleicht Alex Albon oder Dani Kvyat. Außerdem positiv hervorzuheben ist Antonio Giovinazzi, der zum ersten Mal in dieser Saison gepunktet hat. Der kommt damit mit einem 10. Platz gut davon und Kimi Räikkönen mit dem 9. Platz auch sehr gut unterwegs gewesen, demzufolge das Alfa Romeo Team an diesem Wochenende mit 3 Pünktchen, also einer ziemlich ordentlichen Leistung. Ziemlich ordentlich ging das Rennen auch für Sebastian Vettel los. Ich habe bereits vor Rennen gesagt, okay, P5 ist mindestens drin für Sebastian und vielleicht ist sogar noch das Podium möglich, und da habe ich auch wirklich dran geglaubt, bis dann irgendwann mittendrin im Rennen so ein bisschen der Wurm drin war. Sowohl bei Lewis Hamilton, der sich anscheinend das Fahrzeug ein wenig beschädigt hat, da musste zumindest der Frontflügel gewechselt werden und der Unterboden könnte dadurch natürlich auch gelitten haben. Demzufolge kann man sagen, hey, der hat sich eventuell selbst einen Schaden eingefangen am Fahrzeug. Vielleicht ist dasselbe auch bei Vettel und vielleicht auch bei Bottas passiert, zu einem etwas späteren Zeitpunkt, denn man hatte das Gefühl, ab einem gewissen Punkt, da waren einige Autos schon spürbar langsamer als die Spitzengruppe dann, bestehend aus Charles Leclerc und dem später hinzugekommenen Max Verstappen. Im Fall von Sebastian Vettel, da hat man nochmal später den Wechsel auf die Softreifen gewagt und der kam dann immer näher ran an Lewis Hamilton, hat ihn auch letztendlich überholt, einen 4. Platz nach Hause gebracht, und das ist auch ein sehr, sehr starkes Rennen. Knapp am Podium vorbei, aber ich glaube, von Startplatz 9 aus ist es definitiv ein sehr gutes Ergebnis, vor allem gegen eine so starke Konkurrenz von Mercedes, Red Bull und natürlich dem eigenen Teamkollegen. Für Lewis Hamilton war das ein eher durchwachsenes Rennwochenende. Wochenlang war er wirklich dominant in der Formel 1. Nicht nur in Bezug auf alle anderen Kontrahenten, sondern vor allem auch auf den Teamkollegen. Der hatte nämlich nach Baku gefühlt gar keine Schnitte mehr gegen den Teammate gesehen. Egal, ob er im Qualifying super performt hat oder nicht. Hamilton hatte eigentlich so ziemlich alles am Auto besser im Griff als der finnische Teamkollege. Vor allem auch, was das Reifenmanagement angeht. Das hat heute allerdings so ein ganz kleines bisschen gefehlt zum Ende hin. Und dadurch konnte sich Bottas aufs Podium begeben und Hamilton
fällt quasi von der Siegesserie direkt mal auf den 5. Platz zurück. Also doch ein sehr durchwachsenes Wochenende für den Briten, wenn man sich dann das Ergebnis anschaut. Ganz anders lief es bei Max Verstappen. Zum Start hin ist er weit zurückgefallen, allerdings kam dann eine sehr, sehr große Aufholjagd und für mich persönlich der Drive of the Year. Unfassbar, wie der wieder nach vorne gekommen ist. Der hat unzählige Fahrzeuge überholt und als er dann irgendwann hinter Vettel war auf P4, dachte man, ja gut, der wird jetzt vielleicht noch Dritter oder vielleicht auch noch Zweiter. Aber an Sieg habe selbst ich nicht geglaubt und ich habe nach dem Samstag gesagt, na, den Max Verstappen sollte man auf jeden Fall noch in der Kalkulation haben, selbst wenn er als Dritter starten sollte. Der hat ja auch letztes Jahr hier gezaubert und hat immer und immer wieder gezeigt, auch letztes Jahr in Austin zum Beispiel, wenn es ums Thema Reifenmanagement geht, ist er ganz vorne mit dabei. Er hat sowohl in Austin 2018 als auch in Österreich 2018 den entscheidenden Unterschied zu Daniel Ricciardo gemacht, zum Beispiel aber auch in Mexiko 2018 hat sich dadurch einen dominanten Sieg dort geholt und insgesamt kann der Niederländer einfach unfassbar gut mit den Reifen umgehen. Nun kommen wir allerdings auch zu einer Situation, die sich etwas später im Rennen ereignet hat, als er nämlich wie unerwarteterweise an Charles Leclerc ran und irgendwann auch vorbeikam. Ich muss sagen, ich fand das erste Battle zwischen den beiden rund um Kurve 3, Kurve 4 wunderschön mit anzuschauen. Ich liebe natürlich Rad-an-Rad-Kämpfe im Motorsport und das war wirklich sehr, sehr geil und ich glaube, der Sieger des Tages heute, egal ob es da am Ende jetzt eine Strafe geben wird oder nicht, das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos noch nicht ganz entschieden. Die Formel 1 hat heute gewonnen, der Sport hat heute gewonnen, das kann man definitiv festhalten. Allerdings muss man jetzt die Situation eine Runde nach diesem schönen Rad-an-Rad-Duell etwas näher beäugen, wo sie nämlich nicht Rad an Rad, sondern Rad auf Rad quasi gefahren sind. Haben nämlich eine leichte Berührung gehabt gemeinsam in der Haarnadelkurve. Und die Frage, die sich jetzt viele stellen, ist, ist es jetzt bestrafungswürdig oder ist es nicht bestrafungswürdig? Zum einen, und das stelle ich mal ganz kurz vorne an, haben wir da natürlich alle eine eigene Meinung zu. Ich persönlich finde Rad-an-Rad-Kämpfe, solange sie sauber ablaufen, sehr schön. Sobald es ein bisschen kalkuliert darauf aus ist, dass der Gegner entweder von der Strecke weichen muss oder halt zurücksteckt und eigentlich einen sehr entscheidenden Teil des Fahrzeugs neben einem anderen Auto hat, da finde ich es immer ein bisschen schwierig und ich würde lieber quasi sehen, wie die Seite an Seite aus der Kurve raus beschleunigen, statt dass einer die Strecke verlassen muss, um eine Kollision zu vermeiden. Allerdings ist das, wie gesagt, nur meine eigene Meinung. Wenn jemand Seite an Seite durch eine Kurve fährt, dann finde ich es halt ein bisschen unschön, wenn man darauf aus ist, hey, verlass bitte die Strecke oder wir kollidieren gemeinsam, wenn man davon ausgeht quasi. In dem Fall muss man allerdings sagen, eigene Meinungen sind da für die Bewertung des Zwischenfalls nur bedingt relevant und insofern muss ich auch meine eigene Meinung ein wenig hinten anstellen und wir schauen uns das Ganze mal etwas analytischer an. Im Regelwerk für die Formel 1 ist es nämlich so geklärt, dass sobald du am Kurvenscheitel deine Nase ein wenig vorne hast und dabei reicht es auch, wenn es nur wenige Millimeter sind, dass du dann quasi den Gegner abdrängen kannst, wie du willst. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon immer häufiger gesehen. Magnussen gegen Hülkenberg, als der liebe Ballspruch von Kevin Magnussen kam, da war es auch eine ähnliche Situation und das ist immer wirklich eine Millimeterentscheidung, ob man jetzt den Gegner abdrängen darf oder nicht. Wenn der außen ein paar Millimeter mit der Nase vorne ist am Scheitel, dann darfst du es nicht. Ist er hinten, darfst du es. Die Bilder, die ich bis jetzt gefunden habe, und ich hoffe, dass ich ein paar in einer besseren Auflösung auch zur Verfügung habe und die hier einblenden kann, die deuten darauf hin, dass Verstappen in dieser Situation, ob man es mag oder nicht vom reinen Racing-Aspekt her, dass Verstappen eben Charles Leclerc abdrängen durfte. Letztendlich ist es immer eine sehr, sehr enge Entscheidung und ja, im Thema Motorsport, da gibt es auch immer wieder Kontroversen. Ich würde euch natürlich darum bitten, dass ihr dann sehr sachlich in den Kommentaren diskutiert, eure Meinung ebenfalls da darlegt, aber dass ihr auch sehr respektvoll miteinander umgeht, denn ich habe sehr häufig jetzt schon gelesen, wenn Charles Leclerc, wenn Max Verstappen jetzt eine Strafe kriegt, dann ist der Motorsport lächerlich und von der anderen Seite her liest man, wenn er keine Strafe kriegt, ist der Motorsport lächerlich. Also zwei komplett gegensätzliche Meinungen. Ich glaube, wenn man sich diese sachliche Ebene jetzt genauer anschaut, dann kann man so oder so argumentieren. Irgendwo in der Mitte ist dann immer die Wahrheit. Ich glaube, der Motorsport macht sich dann nicht lächerlich, egal ob eine Strafe ausgesprochen wird oder nicht.
und jedem kann man es eh nicht recht machen. Insofern, es ist immer auch ein bisschen das eigene Verständnis von Racing und das kann sich ja durchaus unterscheiden und das ist ja auch in Ordnung. Wir leben ja in einer meinungspluralistischen Gesellschaft. Wenn euch dieses Video gefallen hat, haut auch gerne ein Däumchen nach oben raus, ansonsten gerne auch ein paar Kommentare zu Verbesserungsvorschlägen. Ansonsten lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und sagt, hey, ich möchte gerne weiteren Stuff zur F1, gerne auch zur F1 2019 hier mitbekommen, denn dazu gibt es aktuell auch sehr, sehr viel Zeug. Und ansonsten freue ich mich, euch dann bald wieder begrüßen zu dürfen. Haut rein und auf, dass das nächste Rennen genauso spannend wird wie dieses. Haut rein.